Die Duplex-Wabentasche wird ganz einfach über den Postweg geliefert. Alles, was für den Zusammenbau benötigt wird, ist im Paket dabei. Die Bauteile, eine Biegehilfe aus Holz und die Anleitung. Mit der Biegehilfe werden die Seitenteile gebogen. Danach werden sie mit den beiden Verbindungslaschen zusammengefügt. Die Laschen der Seitenteile werden rechtwinkelig nach innen gebogen. Anschließend wird das Absperrgitter eingesetzt. Mit Hilfe der Laschen werden die beiden Absperrgitter fixiert. Nun ist die Duplex-Wabentasche fertig für den Einsatz. Der 21. Juni, die Sommersonnenwende, ist der ideale Zeitpunkt für den Einsatz der Duplex-Wabentasche. Die praktische Anwendung funktioniert so. Eine offene Brutwabe mit frischen Eiern und jungen Larven wird dem Volk entnommen und zusammen mit der Königin in die Duplex-Wabentasche eingehängt. Dann wird noch ein Rähmchen mit einer Mittelwand dazugegeben, die Duplex-Wabentasche verschlossen und in die Mitte der Brutsarge gegeben. Der Duft der offenen Brut lockt die Milben in die Duplex-Wabentasche. Die Milben dringen kurz vor der Verdeckelung in die Zellen ein. Nachdem die Zellen verdeckelt sind, beginnen die Milben sich darin zu vermehren. Am 12. Tag nach dem Einhängen ist die Brutwabe nun verdeckelt und die Mittelwand ausgebaut und gestiftet. Jetzt wird die verdeckelte Brutwabe entnommen und durch ein ausgebautes Leerrämpchen ersetzt. Die Königin bleibt in der Wabentasche. Diese wird wieder verschlossen und zurückgegeben. Während der nächsten 12 Tage wird der Rest des Bienenflugs brutfrei und die schlüpfenden Milben können sich nur mehr in den beiden Rähmchen offener Brut in der Duplex-Wabentasche einschließen lassen. Damit werden die Milben in diesen beiden Rähmchen gefangen. Angelockt durch den Duft der Brut befinden sich nun fast alle Milben in den Rähmchen in der Duplex-Wabentasche. Diese werden nun entnommen und je nach Arbeitsweise einer Wärmebehandlung unterzogen oder gezielt samt der eingeschlossenen Milben vernichtet. Die Varroa-Belastung wurde somit erheblich reduziert und das brutfreie Volk kann einfach restentmilbt werden. 90% der Milben im Bienenvolk werden in zwei Rähmchen gefangen. Die Bienen brüten für 24 Tage eingeschränkt und man bekommt ca. 20% mehr Honigertrag. Die Völker sind am 24. Tag brutfrei und man kann schon Mitte Juli bzw. nach der Honigernte eine Restentmilbung machen und bei Bedarf die Königin tauschen. Die dunklen Brutwaben außerhalb der Wabentasche sind leer. Man kann diese zum Ausschmelzen geben und dem Volk einen neuen Wabensitz schaffen.